Wie auch schon im letzten Video erwähnt, gibt es aktuell leider keine großen Gaming-News, die offiziell bestätigt sind. Deswegen auch heute Gerüchteküche. Und zwar geht es diesmal um den Microsoft Game Pass, der angeblich auf der Switch erscheinen soll. Ich persönlich sage hier, macht absolut Sinn, ja, das hört ihr aus meinem Mund. Ich sage, das macht Sinn, weil man nehme Nintendo Switch. Welche Titel laufen auf der Switch? Das sind hauptsächlich die First-Party-Titel, also Super Mario, Zelda und so weiter. Da ist Nintendo sehr, sehr stark und die Titel werden auch nie und nimmer in einem Game Pass erscheinen. Also ja, da keine Angst, weil Nintendo verkauft die zu gut, ganz einfach. Wie auch die Sony-Exclusive-Titel, die müsste man nicht in ein PlayStation Plus-Angebot reintun, weil die funktionieren auch so, ja, die werden verkauft. Aber ein Game Pass auf der Switch und auch auf der PlayStation würde Sinn machen, weil auf der Nintendo Switch zum Beispiel die Drittanbieter, also die anderen Publisher wie zum Beispiel Square Enix, Konami und so weiter, die verkaufen effektiv sehr, sehr schlecht auf der Switch. Ja? Also ihre Titel funktionieren nicht so gut. Es gibt Ausnahmen, absolut, zum Beispiel Final Fantasy oder so, aber auch das funktioniert eher schlecht im Vergleich zu den Nintendo Exclusive Titeln. Also, wenn man jetzt so einen Pass rausbringen würde, wäre natürlich die Zerstreuung oder besser gesagt die Aktivität der Spiele auf einer neuen Plattform nochmals größer. Also wenn man den Game Pass auf der Switch anbieten würde, dann würde man potenziell mehr Klienten haben für den Game Pass, was wiederum auch mehr Spieler für die Spiele bedeuten würde. Für mich macht das absolut Sinn. Ob das wirklich passiert, sei dahingestellt. Nintendo als Traditionsmarke in Japan, weiß ich nicht, ob sie sich mit den Amis zusammentun. Ich fände es keine schlechte Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir werden ja sehen. Jetzt ist gerade ein Lastwagen vorbeigefahren. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und natürlich die Frage am Ende. Komplett vergessen. Würdet ihr euch einen Game Pass auf der Switch holen oder sagt ihr, das macht überhaupt keinen Sinn, überhaupt nicht meins? Eure Meinung bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.